Die Drehscheibe, schön, dass Sie dabei sind. Heute ist es soweit, die meisten Impfzentren in Deutschland schließen. Was halten Sie davon? Tja, aber jetzt werden sie erstmal geschlossen heute. Die Impfzentren sollen aber tatsächlich zunächst in eine Art Standby-Modus versetzt werden, sodass man sie wieder aktivieren könnte bei Bedarf. Inzwischen soll vermehrt auf mobile Impfteams gesetzt werden. So wie hier in Baden-Württemberg, wo man sich trotz der Schließungen gut für Herbst und Winter gewappnet fühlt. Unglaubliche Bilder aus Kiel. An der Ostseeküste hat am Abend ein Tornado gewütet. Mehrere Personen werden verletzt, einige sogar schwer, als der Wirbelsturm völlig unerwartet durch die Stadt rast, Bäume entwurzelt und Menschen ins Wasser schleudert. Großeinsatz für die Feuerwehr in Hessen. Auf der A66 gerät ein LKW in Brand. Die Autobahn ist wegen der Löscharbeiten gesperrt. Wenig später kracht es am Stauende. 4 LKW sind an dem schweren Unfall beteiligt. Mit diesem Phantombild fahndet die Kriminalpolizei in Thüringen nach einer Betrügerin. Sie soll einem Rentnerpaar aus Erfurt mit einem sogenannten Schockanruf mehrere 10.000 Euro abgeknüpft haben. Bei der Geldübergabe wurde die Frau zufällig von einer Überwachungskamera gefilmt. Dreiste Trickbetrüger hatten sich zuvor als Polizisten ausgegeben und mit einer erfundenen Geschichte eine hohe Geldsumme verlangt. Sie fühlt sich manchmal wie eine Prinzessin. Die 9-jährige Tjascha aus Niedersachsen wird nach der Schule von der Bushaltestelle mit dem Taxi nach Hause gefahren. Schlappe 200 Meter, jeden Tag. Und muss dafür nichts bezahlen. Denn, so die Begründung des Landkreises, diesen letzten Teil des Schulwegs zu Fuß zu gehen, das sei nicht zumutbar. Das Fahrradgeschäft boomt. Viele haben in den letzten Monaten ihre Liebe zum Zweirad entdeckt. Weil aber leider auch die Unfallzahlen, gerade mit E-Bikes, steigen, ist die Polizei wachsam. Denn manche Radfahrer sehen das mit den Verkehrsregeln nicht so eng. Auch Autofahren im Herbst ist nicht ganz ungefährlich. Laub und Regen machen die Straßen glatt und der erste Frost kann auch schon kommen. Da sollte man die entsprechenden Reifen aufgezogen haben. Wie ist das bei Ihnen? Wechseln Sie Ihre Reifen selbst? So lässt sich ja nicht nur Geld, sondern womöglich auch Wartezeit sparen. Wer sich wie Nele Brinkhoff selber rantraut, der sollte unbedingt ein paar Dinge beachten. Ein ganz anderes Thema. Schrumpelige Karotten, harte Brötchen oder abgelaufener Joghurt. Ziemlich viele Lebensmittel in Deutschland landen im Müll. Und zwar pro Kopf im Jahr rund 75 Kilogramm. Darunter besonders viel Obst und Gemüse. Dabei muss vieles, was in der Tonne landet, noch gar nicht weg. Mit einer bundesweiten Aktionswoche wird gerade auf die Lebensmittelverschwendung aufmerksam gemacht. Und wir nehmen Sie mit auf unsere Expedition Deutschland. Unsere Reporterin Beate Thyron hat es diesmal nach Bad Lobenstein in Thüringen verschlagen. Eine gemütliche Kleinstadt mit zufriedenen Menschen. Und in deren Alltag taucht sie gleich ein. Aber zuvor heißt es aktiv werden, denn von ganz oben sieht die Stadt besonders schön aus. Wie schön, vielen Dank und Gruß nach Bad Lobenstein. In Thüringen liegt auch unser nächster Startpunkt für die Expedition. Morgen geht es nämlich nach Jena. Er hat seine Heimat hinter sich gelassen. Aliullah Nazari aus Afghanistan hat als Dolmetscher für die Bundeswehr in Kunduz gearbeitet, bis er vor 7 Jahren nach Deutschland kam. Seitdem hat er sich bestens in Hamburg integriert und hilft mittlerweile auch anderen bei der Integration. Ja, starke Worte dieses Mannes aus Afghanistan. Vielen Dank nach Hamburg. Ihre Vorfahren kommen ursprünglich aus Südamerika, aber geboren wurden sie in Sachsen, diese Zwillinge im Tierpark Chemnitz. Zwergseidenäffchen, die wohl kleinsten Affen der Welt. Und wir sagen danke fürs Zuschauen. Nachrichten finden Sie wie immer auf zdfheute.de und in unserer ZDF-Heute-App. Weiter geht's hier mit dem Mittagsmagazin und Jana Pareigis. Wir freuen uns, wenn Sie morgen wieder einschalten zur Drehscheibe. Bis dahin einen schönen Tag. Tschüss.